Hallo. 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 Ja, was ist denn los? Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Da liegt eine Frau. Ich glaube, sie ist tot. Feigl. Ein Selbstmord. Was hat denn das mit uns zu tun? Was? Wer, ein Kellner, hat jemand weglaufen sehen? Ja, aber sagt das schon. Sind die vom Dauerdienst schon dort? Na, also. Was geh? Mitten in der Nacht um zwei. Was vier ist schon? Herrschaftszeiten! Der Bruder wieder stieblin. Ja. Nein, nur was, Britschneider. Holen Sie mich ab. Haben Sie einen Lenz auch schon? Nicht daheim? Ein Triebling, dieser Mensch. Die sind mir doch alle kreuzfleisch. Das ist bis jetzt der einzige Hinweis auf Fremdeinwirkung, die Aussage von dem Kellner. Ja, so wie er mir den Vorgang geschildert hat, kann ich einen Tatverdacht nicht ausschließen, Herr Feigl. Der Kellner hat gesehen, dass der Mann von dort gekommen ist, und dann ist er da runtergerannt. Typ nach dem Penner. Ja, aber die Frau ist doch an den Folgen eines Fenstersturzes gestorben, nach Feststellung des Amtsarztes. Sie schon identifiziert? Ja, vom Hausmeister. Eine Frau Irmgard Döring. Sie hat die Wohnung im obersten Stock. Es wird rum. Ja, der Erkennungsdienst ist raufgefahren. Mit dem Hausmeister. Kommen Sie. Schachtelhörerei. Da muss immer gleich die Mordkommission her. Ich war früher als Hausmeister im Westend. Wissen Sie, da hat man die Leute kennt. Das war ein ganz anderer Kontakt. Aber in unserem Haus wie da. Ich hab die Frau oft monatelang nicht gesehen, glaubst du das? Jeder lebt da so für sich. Wobei. Morgen. Was war mit dem Schloss? Zweimal abgesperrt. Wissen Sie, ich habe den Schlüssel für alle Wohnungen. Irgendwelche Spuren der Gewaltanwendung am Schloss? Nichts zu erkennen. Ist wer drin? Mein Kollege. Das Licht da herin, hat das schon brennt? Nein, nirgends. Die Wohnung war völlig dunkel. Das ist aber kein sozialer Wohnungsbau. Ja, Herr Feigl? Hätten Sie was Gescheites gelernt, hätten Sie auch so ein Wohnzimmer. Ein Katzerl. Das ist ja ein Katzerl. Mitzi. Mitz. Mitzi. Mitz. Ja, komm doch her, hab doch keine Angst vor mir. Nebenan im Schlafzimmer war noch eine. Mann, Herr Feigl. Moin. Wissen Sie was über die Familienverhältnisse von der Frau? Ja, also sagen wir mal so, Herr Kommissar. Unser eins kennt ja den... Hat's einen Mann gehabt? Früher? Der ist aber gestorben schon vor... Bruder, Schwester, Eltern? Ein Bruder von ihrem verstorbenen Mann. Das weiß ich halt, weil die eine Brauerei haben in Markt Schwaben. Heißt? Wie Sie? Döring? Wenn er der Bruder ist, ne? Und? Nur wen? Eine Schwester von ihr, in München wohnhaft. Aber die schreibt sie anders. Vielleicht, dass meine Frau da ein bisschen. Bitte seid so gut und fragt es. Abdrücke habe ich schon genommen.
Sonst habe ich alles so gelassen. Haben Sie einen Abschiedsbrief oder sowas? Nichts gefunden bis jetzt. Irgendwelche Hinweise auf einen möglichen Täter? Auch noch nichts. Sobald man das überhaupt jetzt noch beurteilen kann. Das Bett war benutzt, wie gesagt, ganz normal. Die Terrassentür war auf? Genau so. Das Außenlicht haben wir angemacht. Das hat so da gelegen. Abdrücke haben Sie schon? Ja, habe ich. Schlaftabletten. Cognac. Ich nehme das alles mit ins Labor. Das Rezept ist von heute. Beziehungsweise von gestern. Können Sie das ablesen? 38,2. Aber rauchen. War das Taschenbecher Inhalt? Mhm. Ich mache jetzt im Wohnzimmer weiter. Ungefähr da ist sie drüber. Haben Sie die Terrasse schon untersucht? Ja, als erstes. Irgendwelche Schleifspuren am Boden? Steinboden. Schuhe hat's keine angehabt. Ihre Hausschuhe stehen neben dem Bett. Wo sind denn jetzt die Katzen? Eine hat sich da unter der Kommode verkrochen. Gebitschen, vergessen Sie es nicht. Nicht, dass die tagelang eingesperrt sind da herin. Kein Abschiedsbrief, nix. Hm. Was mich stutzig macht. Sie haben doch gesagt, in der Wohnung hat nirgends ein Licht gebrannt, wie Sie reingekommen sind. Mhm. Der Mensch, der Schluss machen will, den treibt's doch vorher rum. Der steht doch nicht einfach auf vom Bett im Dunkeln, geht auf die Terrasse hinaus und springt runter, oder? Ja, vielleicht, was ist schon immer ganz klar. Tabletten, Alkohol. Ich meine, da gehört doch eine Energie dazu. Oder hat's tatsächlich so einen Suri gehabt, dass runter gefallen ist, mehr aus Versehen als aus Absicht? Geh, Brettschneider, gehen Sie dann noch das nochmal alles durch. Mhm. Und schauen Sie, ob es nicht ein paar Leute im Haus aufgehoben. Vielleicht ist irgendjemand was aufgefallen. Ich fahre dabei lieber ins Präsidium. Mit was? Mit der Trambahn. Ach so? Ja, no. Geh damit. Geh. Sie können ja mit den anderen fahren. Wie Sie meinen. Zu Ihrer Information, Herr Feigl, hier verkehrt auch ein Nassrasierer. Damit ist der Fall gelöst. Nehmen Sie ihn fest. Jetzt schauen Sie halt einmal. Das muss doch möglich sein, dass man in der Früh um 6:45 eine Tasse Kaffee kriegt, oder? Guten Morgen, Herr Feigl. Aha, guten Morgen, Herr Kollege Lenz. Sind wir wieder recht fleißig gewesen heute Nacht? Wieso, warum? Na, weil sie um 3:30 noch nicht daheim waren. Tja, ich hab keine Bereitschaft gehabt. Ist was los gewesen? Ein Fenstersturz. Rufen Sie mal den Doktor da an, bitteschön. Er soll so schnell wie möglich herkommen. Sagen Sie ihm, es handelt sich um eine Patientin von ihm. Ah, da ist er ja. Nachtübung erfolgreich beendet.
Also, in dem Haus kennt wirklich einer den anderen nicht. Und in der Wohnung drunter war niemand da. Aber die Schwester habe ich. Heißt Simon und wohnt in der Löwitzstraße. Rufen Sie es an. Und wenn es geht, fahren Sie gleich mit ihr in die Gerichtsmedizin. Mhm. Der ist in der Universitätsklinik, telefonisch nicht zu erreichen. Wie lang? Tja, bis auf Weiteres. Ja, mei, mei, mei. Linz, da wäre was Leichtes für Sie. Der Mann heißt Döring, ist Bierbrauer im Markt Schwaben. Bei Anzing? Ja, da können Sie in 3/4 Stunde dort sein. Ich soll da hinfahren? Ja, so ist es, Herr Kollege Linz. Tja, ich will nicht aufdringlich sein, Herr Feigl, aber es bringt halt mehr, wenn ich weiß, worum es geht. Die Tote war mit einem Bruder von dem Herrn Döring verheiratet. Also ist er der Schwager, ne? Ja, Feigl. Was heißt, das geht nicht? Ja, in der Hand können Sie freilich nicht drüber tragen, den Kaffee. Nehmen Sie halt einen Pappbecher oder sowas. Meine Güte. Herr Dr. Richter? Ja, bitte? Grüß Gott, Feigl, Kriminalpolizei. Könnte ich Sie bitte kurz sprechen? Wenn Sie einen Moment Platz nehmen, ich komme sofort, ja? Eine Frage, Schwester. Da ist nichts mehr drin. Kaffee? Ja. Hört der es aus? Kränklich war sie eigentlich nicht. Ich kenne sie jetzt seit 2 Jahren ungefähr. Mal ein bisschen erhöhte Leberwerte. Sie hat ganz gern mal ein zu viel. Und in dem Fall, das war eine ganz harmlose Erkältung. War sie depressiv? Davon habe ich nichts bemerkt. Ich war ja gestern noch bei ihr. Bitte. Bitte sehr. Danke. Sie glauben also nicht an einen Selbstmord? Gott, wie soll ich sagen? Es fällt mir außerordentlich schwer, das zu glauben. Sie gestatten, ich habe nämlich heute noch nicht gefrühstückt. Ja, ja, ich kenne es. Die Schlaftabletten, die an Ihrem Bett gingen, sind, haben Sie ja die verschrieben? Nein, ich habe nur was gegen Ihre Erkältung verschrieben. Aber sie hat manchmal unter Schlafstörungen gelitten, das stimmt allerdings. Frau Döring hatte im letzten Winter einen Unfall. Sie kam mit ihrem Auto in eine Lawine und ist da eine ganze Nacht lang drin geblieben. Jedenfalls bekam sie davon einen schweren Schock und war seitdem in psychiatrischer Behandlung. Vielleicht hat das irgendwas ausgelöst. Wie heißt der Psychiater? Richter, wie ich, deshalb habe ich es mir gemerkt. Und die Adresse? Briennerstraße. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Ist Ihnen bei Ihrem gestrigen Besuch noch irgendetwas Besonderes aufgefallen? Nein. Das heißt, war noch ein Telefongespräch. Ich war gerade im Bad und habe mir die Hände gewaschen. Es hörte sich so an, als ob sie irgendwie verärgert gewesen wäre am Telefon. Aber den genauen Wortlaut wissen Sie nicht mehr. Ja. Einen Satz, also dem Sinn nach. Muss das unbedingt sein? Meinetwegen, dann komm her. Aber ich hatte anschließend nicht den Eindruck, als ob sie das irgendwie nachhaltig beeindruckt hätte. Es war sicher nicht immer einfach, wenn Ihre Schwägerin, wie Sie sagen, so weitgehende Geschäftsbefugnisse gehabt hat. Ja, mei, da gab es natürlich schon hier und da gewisse Diskrepanzen, wenn man nicht vom Fach ist. Sie war halt ein bisschen eine ultimative Natur. Aber im Umgang, privat, furchtbar nett, lebenslustig, charmant und gesellschaftlich immer auf der Höhe.
Künstler, Musiker, das waren so ihre. Na ja, sie hat ja auch genug Geld gehabt. Sie war ja hier sehr lukrativ beteiligt, nicht wahr? An einen Selbstmord glauben Sie also auch nicht? Schau mal, was steckt da drin im Menschen, sage ich immer. Aber was meint denn Ihr Freund? Der wäre ja da vielleicht eher zuständig. Wer ist das? Nicht bekannt. Mhm. Und Dr. Prellinger soll ein sehr guter Cellist sein, angeblich. Kannst du nicht beurteilen. Und er spielt ja auch sonst recht gern, heißt es. Wie meinen Sie das? Na ja, meine Schwägerin, die Frau Döring, hat ja leider auch so ein bisschen Hang gehabt. Roulette und so weiter. Wie man es einnimmt, so gibt man es aus. Sie können dann vom Präsidium aus gleich in Ihrer Firma anrufen, Frau Simon. Arbeiten Sie dort schon lang? Ja, seit 5 Jahren. Ich muss ja leider Geld verdienen. Mein Mann ist arbeitslos, wir haben 2 Kinder. Hat Ihnen da Ihre Schwester nicht ein bisschen? Ich meine, die war doch sehr gut dran. Ach, wissen Sie, wenn es einem selber mal gut gegangen ist, sie hat nie Geldsorgen gehabt. Es war eine ganz andere Welt, in der sie gelebt hat. Wir haben immer rechnen müssen. Stammt das Vermögen noch von Ihrem verstorbenen Mann? Ja. Meine Schwester und ich, wir haben beide nichts gehabt, als wir geheiratet haben. Schnallen Sie sich doch an. Ist das der verstorbene Mann von der Frau Döring? Ja. Kennen Sie ihn? Nicht persönlich. Ich weiß nur, dass er Musiker ist. Sonst möchte ich mich nicht dazu äußern. Ihnen gefällt er weniger, habe ich den Eindruck. Das ist Geschmackssache. Ich würde ihm wahrscheinlich auch nicht gefallen. Ich bin ja auch nicht vermögend. Ankunft Lufthansa 976 aus Hannover und Bremen. Eure Lufthansa 976 from Hannover and Bremen. Hören Sie, das ist doch lächerlich. Natürlich nehme ich Sie mit in die Stadt. Ich bin nicht zu früh dran. Wenn Sie wollen, können wir noch in einem Kaffeehaus gemeinsam frühstücken. Ja. Auf mich wartet niemand. Leider. Sie wird noch schlafen. Ich habe Sie gestern früh von Berlin aus angerufen. Ich bin ja gar nicht gut. Aber nichts Ernstes. Nur eine kleine Erkältung. Aha. Sie ist überhaupt ein bisschen labil. So? Ach, da ist der! Seit einer Woche suche ich ihn und kann nicht in die Garage. Sehr erschüttert war er jedenfalls nicht, der Herr Döring. Die muss Ihnen ganz schön auf der Tasche gelegen sein. Als Erstes interessiert mich Ihr Testament. Liegt in München bei einem Anwalt. Adresse habe ich. Da geht's hin. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, gleich zum Nachlassgericht. Und da möchte ich mit dem Musiker reden, wenn Sie uns alle schon so ans Herz legen. Na, endlich! Stellen Sie ihn gleich da her. Hui! Lenz! Jesus. Mal Kommission Lenz? Ja? Um 23:30. Gut, danke schön. Es tut mir wahnsinnig leid, Herr Feigl. Die Gerichtsmedizin hat angerufen. Obduktion ist um 23:30. Ja, da gehen Sie auch hin. Soll er noch mal einen Kaffee bringen? Nein, jetzt mag ich nicht mehr. Ich
denke ich, soll zu dem Testamentverwalter. Auch, ja. Ich komm da gleich noch einmal mit dem Lappen. Ich hab die Simon gleich mitgebracht. Aha. Sie sind gerade beim Kaffee trinken, Herr Feigl. Ich möchte das Wort Kaffee nicht mehr hören. Dann könnt doch er jetzt zu der Obduktion. Ha, sehen Sie es nicht gern, gell? Ja, das hat doch damit nichts zu tun. Aber zu dem Psychiater soll ich auch und das alles heute Vormittag. Simultan arbeiten, Lenz. Simultan. Der Napoleon hat drei Sachen auf einmal gemacht. Ja, aber auf Elba. Den Ausrasierer ist ein Musiker. Cellist, ich weiß schon. Steht bei der Familie nicht sehr hoch im Ansehen. Die Simon morgen scheint's auch nicht. Bleib's gleich da fürs Protokoll, Brettschneider. Frau Simon, bitteschön. Mietz, 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 Mietz. Gehst jetzt her, Sapperment. Sie, ich glaub, der kommt wieder. Hallo. Ich wusste nicht. Dr. Predinger? Wagnersberger, Kriminalpolizei. Wieso? Ist irgendwas? Sind Sie ein Angehöriger von Frau Döring? Ja. Das heißt nicht direkt verwandt, aber... Ist dir etwas passiert? Frau Döring ist gegen 3 Uhr früh tot aufgefunden worden. Unten vor dem Haus. Ja, aber wie? Wie ist denn das um Himmels Willen? Unten vor dem Haus? Sie ist von der Terrasse hinuntergestürzt. Du lieber Gott. Was für eine Rolle hat eigentlich der Herr Dr. Prellinger gespielt? Sie haben da vorher im Auto so eine Andeutung gemacht, dass er vielleicht mehr an dem Geld von Frau Döring interessiert war. Ach, das war nur so eine Vermutung. Hat sie ihn ausgehalten? Weiß ich nicht. Interessiert mich auch nicht. Es war ja ihr Geld. War, ja, aber jetzt, nachdem ihre Schwester tot ist. Ach, Sie meinen wegen der Erbschaft? Da machen wir uns keine Illusionen. Da sind schon andere da. Vielleicht ist der eine oder der andere gar nicht so traurig über den Anlass. Ich meine, sowas kommt ja bekanntlich in den besten Familien vor. Allerdings. Denken Sie da an jemand Bestimmten? Wie gesagt, es ist ein vertrauliches Gespräch. Da kommt nichts davon ins Protokoll. Es hat oft Reibereien gegeben mit der Familie von Ihrem verstorbenen Mann. Naja, die Irmgard hat eben manchmal ein etwas bestimmendes Wesen gehabt, besonders wenn es ums Geld gegangen ist. Aber Sie haben sich gut mit Ihrer Schwester vertragen. Schon, ja, doch. Ihr Mann auch? Ja. Was war eigentlich früher, bevor er arbeitslos geworden ist? Mein Mann? In der Textilbranche, Handlungsreisende. Da ist es Ihnen sicher ganz gut gegangen. Naja, mehr oder weniger. Immerhin, Sie haben sich ein Reihenhaus gekauft damals. Auf Kredit. Hat Ihre Schwester sicher ein bisschen was dazu beigesteuert. Uns hat noch niemand was geschenkt, falls Sie das meinen. Wir haben uns immer recht und schlecht durchgeschlagen. Alleine. Es war nicht immer leicht. 2 Kindern und einem arbeitslosen Mann. Ja, Feigl. In Ihrer Wohnung? Nein, nein, bleiben Sie drüben, wir kommen gleich rüber. Ja, in 20 Minuten. Ja. Dann Ausrasierer. Frau Simon, kommen Sie doch morgen noch einmal zum Protokoll. Und vielleicht bringen Sie auch dann Ihren Mann mit. Ja, der ist nur zurzeit. Der fühlt sich nicht wohl, schon seit ein paar Tagen. Liegt er im Bett? Ja, so halb und halb. Ja, dann schauen Sie heute mal, wie er beieinander ist. Und bringen Sie uns auch gleich die Schlüssel mit. Die Schlüssel? Was für Schlüssel? Die von der Wohnung von Ihrer Schwester. Den haben wir nicht. Nein? Nein, wir haben ihn schon mal gehabt, aber inzwischen jetzt... Er hätte ja sein können. Nicht? Also, Wiedersehen. Wiedersehen. Den Schlüssel haben Sie. Da friss ich am Besen. Haben Sie ihr heute in der Früh was gesagt, dass die Wohnung abgesperrt war? Möglich, aber nicht direkt.
Also irgendwas ist da nicht hausenrein. Die Wohnung versiegelt. Nein, das geht nicht. Herr, mach doch mal das Radio leiser. Was ist? Leiser. Ein Krach. Was? Naja, das. Nein, das muss doch nichts bedeuten. Also, ich weiß von nichts. Gut. Den werfe ich gleich weg. Später. Ich hätte mich durchsetzen sollen. Es war ein unverzeihlicher Leichtsinn, dass sie hier allein in der Wohnung geblieben ist. Wie oft hat's denn diese Anfälle, wie Sie sagen, wie oft hat's denn die gehabt? Ich habe nur hier und da bei ihr gewohnt. Ich weiß nur, dass sie einmal in der Nacht plötzlich aus dem Bett gesprungen ist und hinaus wollte. Auf die Terrasse? Vielleicht. Das kann ich nicht sagen. Ich habe sie ja zurückgehalten. Ich musste sie erst ganz fest schütteln, bis sie wieder zu sich kam. Es war wie eine Art Zwangshandlung. Sie hatte nur den einen Gedanken, raus. Etwas würde auf sie herunterkommen. Sie sind also der Überzeugung, dass es ein Unfall war, infolge dieser psychischen Störungen? Ich kann es mir nicht anders erklären. Sie selber waren ja in Berlin, sind erst heute früh zurückgekommen. Mit einem Kollegen, ja. Wir sind, wie gesagt, gestern früh hinaufgeflogen zu Plattenaufnahmen. Ihre Adresse in Berlin, wo Sie übernachtet haben, Sie werden verstehen, Herr Doktor. Selbstverständlich. Hotelpension Marx, Neue Kantstraße. Was haben Sie eigentlich für einen Doktor als Cellist? Ich bin Jurist, ein Wunsch meines Vaters. Ich habe das nie praktiziert. Sagen Sie, Ihre Bekannte war anscheinend sehr wohlhabend. Haben Sie Ahnung, wer das alles erbt? Ja, die Familie natürlich. Ihre Schwester, die Frau Simon. Und vor allem der Bruder Ihres verstorbenen Mannes. Es gibt eine testamentarische Verfügung. Das weiß ich, weil wir im Falle einer Heirat ebenfalls davon betroffen worden wären. In beiden Fällen, also bei Wiederverheiratung oder Tod, gehen Ihre gesamten Rechte und Ansprüche gegenüber der Firma an die Familie des Bruders zurück. Einschließlich aller Besitztümer aus dem persönlichen Nachlass des verstorbenen Mannes. Hatten Sie denn die Absicht zu heiraten? Ja. Trotz dieser Klausel? Es gibt ja auch ideelle Motive. Ich verdiene selber nicht schlecht. Ja, Herr Doktor, ich möchte Sie nicht länger in Anspruch nehmen. Ihre Adresse haben wir ja. Hallo. Der Linz. Ah ja, die Katzen. Würden Sie vielleicht freundlicherweise die Katzen eine Zeit lang übernehmen, sonst müssen Sie nämlich ins Tierasyl. Aber ja, ich bin nur... Sie sind aber im Wagen da. Ja. Der Kollege trägt Sie den runter. Und den Wohnungsschlüssel haben Sie... Den habe ich abgegeben. Ja, den habe ich. Wissen Sie, ob sonst noch jemand einen Schlüssel hat zu dieser Wohnung? Die Schwester, Frau Simon vielleicht? Ich glaube, ja. Sie hat sich ab und zu um die Katzen gekümmert, wenn Frau Döring verreist war. Dankeschön, Herr Doktor. Und wegen dem Protokoll melden wir uns noch. Obduktionsbefund. Die Tote hat eine Hautdurchtrennung in der Hinterhauptregion, die nicht durch den Aufprall am Boden entstanden sein kann. Aha. Da hat also jemand vorher ohne Nerv gehabt. Oder sie hat sich beim Absturz irgendwo angeschlagen. Da muss die Spurensicherung noch mal her. Die sollen die ganze Balkonwand entlang der Falllinie auf Abschürf
oder Aufschlagspuren untersuchen. Das möchte ich jetzt genau wissen. Und dann überprüfen Sie mal die Angaben von dem Cellisten. Was alles mit Menschen passiert, schrecklich. Ach, die schmutzige Wäsche geben Sie mir. Ich nehme sie heute mit. Können Sie nicht auch die zwei Katzen mitnehmen, Frau Fössel? Ich weiß ja nicht, was ich mit den Viechern anfangen soll. Herr Doktor, mein Mann, der würde mich mit Katzen rausschmeißen. Wissen Sie, der ist so fürchterlich, wenn die Katzen kratzen am Möbel und so. Aber früher in Jugoslawien haben wir viele Katzen gehabt. Herr Doktor, wollen Sie sich nicht lieber hinlegen? Ich mache schnell Bett, ja? Nein, nein, Frau Fössel. Machen Sie mir nur einen starken Kaffee, bitte. Ja, 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 ist recht, sofort. Hallo? Ja, hier Dr. Prelinger. Kann ich bitte kurz Herrn Rocktäschel sprechen? Ach nein, richten Sie ihm nur bitte etwas aus. Ich muss die Tournee leider absagen. Ich habe einen Trauerfall. Danke. Die Schlosskonzerte nicht. Nein, nein, da bin ich ja unter Vertrag. Es ist sehr lieb, aber es geht schon. Ich rufe wieder an. Schöne Grüße, ja. Wiederhören. Wasser kocht gleich. Herr Doktor, wegen Katzen. Vielleicht könnte der Schwager von meinem Mann sie nehmen. Er hat Garten und Kinder und so. Ich werde fragen, ha? Da würden Sie mir einen großen Gefallen tun, Frau Fürst. Grüß Gott, Frau Ertl. Hier Prelinger. Ich wollte nur sagen, dass ich heute nicht zur Massage kommen kann. Es ist mir leider etwas dazwischen gekommen. Aber ich wollte mich nochmals besonders herzlich für die letzte Behandlung bedanken. Sie hat mir sehr geholfen. Hörst du wieder von Ihnen? Ja? Ist gut. Bitte. Wiedersehen. Soll ich ausmachen, Frau Ertl? Ich komm schon. Das war übrigens hübsch, die Musik. Was war das? Haydn. Variationen für Cello. Tut's weh? Ein bisschen noch. Aber es ist schon viel besser geworden. Sie hören gern klassische Musik, gell, Frau Ertl? Das letzte Mal hatten Sie auch so was Hübsches. Eigentlich schon von meiner Kindheit an. Es war halt so bei uns daheim. Mein Vater war Musiklehrer. Ah ja? Spielen Sie eigentlich selber auch ein Instrument? Ich hab mal. Als ich klein war, Geige. Mein Vater hat Geigenstunden gegeben. Aber der ist gestorben, da war ich 10 Jahre alt. Aber Sie sind nicht von hier. Ich meine aus München. Nein. Ich bin gleich nach dem Krieg von Hanau hier gezogen, weil ich hier in der Nähe in Taufkirchen meine einzigen Verwandten gehabt habe. Das wird der nächste sein. Entschuldigen Sie. Geht, der soll doch keinen Schmarrn daherreden, Herr Hertinger. Nein, ich habe ihn nicht angeraunzt. Ich habe auch nicht an seinen kriminalistischen Fähigkeiten gezweifelt. Ich war lediglich der Meinung, dass nicht immer gleich die Mordkommission her muss, wenn er mal. Aber das habe ich inzwischen revidiert. Jawohl. Geht in Ordnung. Gute Nacht, Herr Hertinger. Nosenbohrer. Der Kriminaldirektor? Na, der Dings, der vom Dauerdienst. Also was ist, haben Sie jetzt den Psychiater endlich erwischt? Ja, und den Nachlassrichter auch. Der Testamentverwalter warst du. Ja, muss er ja. Komm, was machen Sie jetzt kurz? Es ist schon 6. Ist der Pretschner schon heim? Ja, der hat ja auch früher angefangen, oder? Also, was sagt der Psychiater? Jein. Das mag ich. Alles andere war lateinisch. Lavierte depressive Dystonie, traumatisch, Somnambul, Klaustrophobie. Geh, hören's auf, Tacheles. Es wäre denkbar, dass sie quasi infolge eines Albtraums unterkopft ist. Aber nicht sehr wahrscheinlich. Mhm. Und das Testament? Hab gleich eine Fotokopie gemacht.
Interessant. Aha. Der Nassrasierer geht scheint leer aus. Ja, und die Schwester erbt die Wohnung und das gesamte private Vermögen. Mein Lieber, die Wohnung allein hat einen Wert von 500.000 bis 600.000 Mark. Hermann, hier ist nichts. Dann mache ich hier weiter. Bleib mal runter. Das ist ja entsetzlich, ich hatte gar keine Ahnung. War's gar nicht da, gell? Wir haben nämlich schon mal gleich bei Ihnen gestern in der Früh. Die Kollegen von der Spurensicherung kommen dann anschließend noch auf Ihren Balkon, wenn's recht ist. Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Wie ist denn das passiert? Ein Unfall oder? Na, es ist noch nichts raus bis jetzt. Haben Sie die Frau Döring irgendwie näher gekannt? Nein, überhaupt nicht. Guten Tag, das war alles. Ja, so ist es in dem Haus, du Herrin. Auch nicht, wer öfters bei ihr aus- und einging. Man fährt schon mal mit jemandem im Lift drauf, aber. Gestern früh, sagten Sie, ist das passiert? Mhm. Ich bin nämlich an dem Abend zuvor. Um 23 Uhr ging mein Zug, um 8 sowas kam ich vom Geschäft heim. Und da bin ich mit einem Herrn raufgefahren. Der muss wohl zu ihr gegangen sein, es wohnt ja sonst niemand hier oben. Haben Sie schon was vom Bettschneider gehört? Nein, aber warten Sie, ich hab was für Sie. Die Simon hat doch Geld von ihrer Schwester gekriegt. Der Schuldschein war in Ihren Akten. 50.000 Mark. Aha. Aber ja, Mann. Geh fahrst doch um einen Ausland machen, so einen Krankenbesuch beim Herrn Gemahl. Aber keine direkten Fragen, bloß so ein bisschen auf den Busch klopfen. Soll ich noch mal wegen dem Schlüssel fragen? Der ist schon in der Isar, wenn Sie ihn gehabt haben. Und komm uns vorher noch mal bei mir vorbei. Mordkommission Lenz, ja? Moment, Herr Feigl. Der ist gerade da. Der Brettschneider. Ja? Von der Wohnung drunter, das ist interessant. Und er sagt, er wird ihn wiedererkennen. Warten Sie mal, Lenz, wann ist die Beerdigung? Morgen um 10 im Krematorium am Ostfriedhof. Grüß Gott, Kriminalpolizei Lenz. Darf ich bitte reinkommen? Moment. Okay. Sie dürfen sich nur nicht umschauen. Ich bin nämlich. Ja, ja, ich weiß, Sie sind nicht gut beieinander. Ihre Frau hat gestern schon gesagt. Ich will Sie auch gar nicht lang stören. Darf ich Ihnen noch ein Glas anbieten? Na, danke schön. In der Früh noch nicht. Ich nehme den manchmal für Kreislauf. Wem's hilft? Ja. Es ist eine furchtbare Geschichte mit meiner Schwägerin. Mir tut das insofern besonders leid, als sie ja die einzige Angehörige von meiner Frau war. Wann haben Sie sie denn zum letzten Mal gesehen, Herr Simon? Ich? Oh, das ist lang her. Das ist mindestens. Wissen Sie, dadurch, dass ich daheim den ganzen Haushalt mache und die Kinder. Bei uns ist das nämlich genau umgekehrt. Ich bin der Hausmann und meine Frau, die schafft das Geld hier. Traurig. Aber. Ja, und wenn man dann noch Kredite abzuzahlen hat fürs Haus, nicht? Und die Zinsen. Aber Ihre Schwägerin hat da schon Verständnis gehabt, oder haben Sie ja auch Zinsen zahlen müssen. Meine Schwägerin? Wieso? Na, für die 50.000 Mark, die sie Ihnen vor 2 Jahren geliehen hat.
Also was da im Einzelnen, bitte schön, fragen Sie mich nicht. Kann sein. Es war dann mal was wegen einer Bürgschaft. Das haben die Schwestern alles unter sich ausgemacht. Ich habe mich da eher rausgehalten. Grundsätzlich. Und Ihre Frau hat mit Ihnen da auch nicht drüber gesprochen? Ich habe in geschäftlichen Dingen eine ganz ungeschickte Hand. Ich sag's Ihnen, wie es ist. Wollen Sie wirklich keinen? Na, wirklich nicht, danke. Danke. Bei mir ist zurzeit alles. Der Magen, der Kreislauf. Ich gehöre eigentlich ins Bett. Aber Sie gestatten schon. Der Laborbericht. Da schau her. Die Schlaftabletten, die die Thüring Intus gehabt hat, sind nicht identisch mit denen im Röhrl. Die waren wesentlich stärker. Vielleicht hat sich jemand nicht praktiziert in das Röhrl. Wartet doch einmal. Ich kann doch nicht so ohne weiteres auseinanderrennen. Willst du nicht etwas zu ihr sagen? Ich käme mich dazu. Frau Simon, Sie kennen doch unser Hotel und kommen dann bald, gell? Wir kommen dann gleich nach. Jawohl. Ja. Was meinen Sie, ob man den Dr. Bredinger auch dazu bitten muss? Ich bin ganz sicher. Ich stand ja direkt vor ihm im Fahrstuhl. Das ist er, hundertprozentig. Ich meine, mit ihr sind wir großzügig. Ich frage ihn mal. Herr Bredinger, würden Sie so freundlich sein? Muss das jetzt gleich sein? Eine halbe Stunde. Nur eine Überprüfung. Ja, der Herr Döring hat nämlich einen Tisch bestellt. Und wir haben versprochen... Wir fahren Sie anschließend hin, Herr Simon. Bitte. Soll ich nicht lieber mitkommen? Wirklich nicht nötig, Frau Simon. Sagen Sie weil die anderen Herrschaften Bescheid, dass der Mann noch was Dringendes erledigen muss. Bitte schön. Ich glaube, wir fangen jetzt an. Man weiß ja gar nicht, wie lange das noch dauert. Ja, bitte. Ich verstehe. Und hört man Sie auch mal im Radio, Herr Dr. Prellinger? Wenn Sie klassische Musik hören, sicher, gnädige Frau. Wir haben sogar sehr viel übrig für klassische Musik. Wenn Sie das interessiert, wir haben im Augenblick Konzerte im Schloss Schleißheim. Ah ja, das ist sicher sehr schön. In Kostümen? Nein, nein, es ist ganz seriös. Warum kommt denn der Papa so lange nicht? Ich weiß auch nicht, der wird schon gleich kommen. Entschuldigen Sie bitte einen Aperitif, die Herrschaften? Nein, danke. Ich muss ja heute noch spielen. Sagen Sie, Herr Prellinger, was spielen Sie lieber, Cello oder bitte. Roulette? Es ist ganz einfach. Cello spiele ich aus Passion und Roulette hier und da aus Langeweile. Ich weiß das nämlich von meiner Tante Irmgard, die hat auch sehr gern gespielt. Wir haben uns dabei kennengelernt. Herr Simon, der Mann hat Sie doch im Lift gesehen. Herrschaftszeiten, jetzt geben Sie es doch endlich zu. Ich... Ja. Aber... Es war ja nur wegen der Zinsen. Weil... Wir haben es nicht zahlen können. Und auch die Rate nicht, wo wir hätten zurückzahlen sollen. Aber mit dem... Mit dem habe ich wirklich nichts zu tun. Herr Simon, wir haben so einen Schmarrn machen können. Meine Frau hat eben gemeint, nachdem das doch in derselben Nacht passiert ist und ich dort war, wir haben doch nichts für Schulden. Ja, da müssen Sie doch annehmen. Und? Ist jetzt besser, wo wir so drauf gekommen sind? Durch Ihr Leugnen haben Sie sich doch überhaupt erst eingeritten. Ja, ja. Ich sehe es ein. Es war falsch. Fahren Sie nicht, sonst kommt er zum Essen auch nicht spät. Nein, danke schön. Das ist nicht nötig, Herr. Wirklich nicht.
Ich gehe ganz auf Fuß. Ist ja nicht weit. Auch recht. Aber fürs Protokoll kommen wir es nochmal her. Jawohl. Kann ich jetzt? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Fehlanzeige. Der fällt ja eher selber vom Balkon runter. Aber die muss schon ein Herzerl gewesen sein, die Thüring. Wenn es von den eigenen Leuten Zinsen verlangt, was weißt du, dass sie nichts haben? Von reichen Leuten kann man sparen lernen. Haben sie die anderen alle überprüft? Soweit bekannt. Die Bierbrauer, die Thürings, die haben am meisten Grund zum Feiern. Die sparen jetzt einen Haufen Geld. Haben alle ein einwandfreies Alibi. Der Nassrasierer hat mir gefallen. Der hat so eine gewisse Duftnote, die mich inwendig juckt. War in Berlin, ist überprüft, erbt nichts. Und außerdem, warum soll er denn die Hähne schlachten, solange es im goldenen Eier liegt? Ich meine, allerweil, die ist schon sehr auf ihre goldenen Eier draufgehockt. Studio 2. Bitte schön. Ferdi! Brigitte! Ich werd verrückt! Was machst du denn hier? Ist das ein Witz? Ich bin seit 2 Tagen hier. Wenn ich gewusst hätte, dass du in München bist. Ich bin seit 4 Jahren in München. Oh. Du bist immer schöner. Danke. Du hast dich aber auch ganz gut gehalten. Du, der Carlo ist auch dabei. Ach, wir sind doch schon seit einer Ewigkeit auseinander. Geschieden? Der hockt immer noch in Baden-Baden und komponiert. Nebenberuflich. Na, da sagst du was. In erster Linie zockt er. Du und Carlo. Bitte, ich bin inzwischen ziemlich brav geworden. Sag bloß, du bist verheiratet? So brav wieder auch nicht. Und du? Hast du schon was Neues? Nee, du. Ich genieße erstmal meine Freiheit. Wenn's geht, wäre schön. Ich will's mal freiberuflich versuchen. Dann sehen wir uns. Ich habe jetzt leider Musikaufnahme. Mach einen Vorschlag. Ich hab Zeit. Warte im Rundfunkrestaurant. Okay. Bis gleich. Stollen hast du's? Ich hab's nicht gestohlen. Wenn ich das sag, ich hab's. Gefunden, ja, und darum hast du es zum Trödler gebracht. Und wo gefunden? Einfach so auf der Straße. War da vielleicht zufällig noch die Frau an dem Armband dran gehängt, bis du das gefunden hast? Hast du dir vorher einen aufgehaut? Na, die war ja schon tot. Brav. Und? Weiter? Also, du bist dahergekommen und da ist auf einmal eine tote Frau gehängt. Ja. Wo? In Schwabing, irgendwo. Auf der Straße? Ja. Wann war das? Vorige Woche, glaube ich. Ist die überfahren worden, die Frau? Nein. Vom Balkon ist sie gefallen. Hast du das gesehen? Na, freilich. Ich hab's runtergefallen sehen. Du, das kann sogar stimmen. Ja, da war doch die Sache mit dem Fenstersturz. Schau doch mal im Tagesbericht nach. Und du bist ganz sicher, dass die Person, die aus dem Haus rausgelaufen ist, eine Frau war? Dann fand ich sie nicht so. Wie hast du denn ausgeschaut? Langhaxert. Mhm. Ja, und wie sie rausgelaufen ist? Hat sie sich dann noch mal umgedreht nach der Toten oder ist sie gleich weggerannt? Gerannt ist. Tätest du das wiedererkennen? Na, freilich, sie ist da ganz nah an mir vorbei. Auf ab. Dunkel. In 1 bis 2 Stunden brauchen wir noch mal. Das Armband lassen wir dabei da. Gehen wir.
Hey, da sind wir nicht drauf gekommen. Der Dunkelhaarige. Fressschneider, fahren Sie los und bringen Sie mir die Simon her. Du hast ja noch nicht einmal mit mir geflirtet. Das hast du noch nicht gemerkt. Ach, Ferdi. Weißt du, was ich damals gedacht habe? Im Ernst. Du bist vielleicht ein bisschen pervers. Vielen Dank. Naja, für mich war das damals in Baden-Baden eine uralte Frau. Die war doch mindestens 10 Jahre älter als du. Aber das war doch eine ganz platonische Ich habe euch das doch damals erklärt. Sie war meine Frau von Stein. Der Carlo hat immer gesagt, das ist seine Frau von Kies. Hörst du noch etwas von ihr? Wenig. Sie ist seit 4 Jahren tot. Oh. Und hast du schon wieder eine neue Frau von Stein? Du, wenn du jetzt nicht aufhörst, fahre ich ohne dich in Urlaub. Ich wusste noch gar nicht, dass wir miteinander in Urlaub fahren. Ich weiß es ja selber noch nicht lange. Also, wann fahren wir? Jetzt gleich. Von mir aus oder morgen. Ich kann mich nach dir richten. Und wohin, wenn man fragen darf? Sanremo, Monte Carlo, Nizza. Ah, ja. Zocki, zocki machen, nicht wahr? Das hängt ganz von dir ab. Ich spiele überall mit. Bitte, Frau Simon. Komm uns doch rein. Grüß Gott. Sie wollten mich noch mal sprechen. Wir haben nämlich gerade Inventuren, da war es ein bisschen schwierig. Du warst nicht? Ja, ja, ist schon recht. Was soll denn das? Was soll das etwa heißen, dass Sie mich hier... Aber mein Mann hat Ihnen doch alles gesagt. Glauben Sie wirklich, dass ich meine Schwester? Ich hab sie manchmal sonst wohin gewünscht. Ja, da mache ich auch gar keinen Hehl draus. Dass es ihr mal genauso dreckig geht wie mir, das hätte ich ihr gewünscht. Damit sie mal sieht, wie das ist. Ich will ihr ja nichts Schlechtes nachsagen, aber wenn es ums Geld gegangen ist, da war sie erbarmungslos. Wenn ihr das jetzt passiert ist... Es ist schrecklich. Sie war immerhin meine Schwester. Aber irgendwas wird sie schon auch dazu beigetragen haben. Es tut mir sehr leid, Frau Simon. Deine Hemden sind alle verknüllt. Du, wenn du noch zum Friseur willst, musst du dich aber beeilen. Hallo? Dann eben nicht. Telefon? Aufgelegt. Kriegst du jetzt Schwierigkeiten? Das ist eine kindisch. Dummerchen. So, jetzt gehen wir, gehen wir. Ich hoffe, du kannst das wieder hinbiegen. Also tschüss, bis nachher. Wäre alles so schön gelaufen. Und dann stellt sich auf einmal heraus, dass man das verkehrte Pferd gesetzt hat. Studieren Sie mal als erstes das Liebesleben von dem Nassrasierer. Nehmen Sie vorsichtig Kontakt mit ihm auf. Man könnte ja von ihm das Armband identifizieren lassen. Ausgezeichnet. Darf man aber ja nicht rebellisch machen. Reicht das, wenn ich mich so ahnungslos gebe, wie Sie mich immer hinstellen, Herr Feigl?
Eva. Wir haben doch ausgemacht, dass wir uns vorerst nicht sehen. Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Fährst du weg? Ja, ich habe dich schon versucht anzurufen. Ich muss Hals über Kopf für eine Kollegin in einer Tournee reinspringen. Mit dem Boccherini-Konzert. Ich habe bei dir angerufen. Wann? Vor einer halben Stunde. Ach, dann warst du das. Da war die Ahlhauser am Telefon. Die Bratschistin. Ich war gerade draußen. Sie hat mich gebeten, einen Koffer mitzunehmen. Du Evchen, was hast du denn geglaubt? Du Dummerchen. Ich halte das nicht durch. Es ist alles in Ordnung, hörst du? Alles in Ordnung. In ein bis zwei Monaten ist genug Gras über die Geschichte gewachsen. So, jetzt musst du gehen, sonst... Ich muss auch den Boccherini noch einmal durchschauen. Bist du lange weg? Ich rufe dich von unterwegs an. Versprich mir, dass du vernünftig bist. Lenz, Kriminalpolizei. Herr Dr. Prellinger? Ja, bitte? Grüß Gott, darf ich einen Moment reinkommen? Ja, bitte. Danke. Entschuldigen Sie, ich bin gerade beim Backen. Eine Konzertreise. Darf ich vorausgehen? Bitte. Ich wollte Ihnen nur was zeigen. Kennen Sie dieses Armband? Möglich, ja. Es kommt mir schon irgendwie bekannt vor. Könnte es sein, dass das der Frau Döring gehört hat? Ja, das könnte sein. Wir haben nämlich einen Burschen erwischt, der zugibt, dass er sie gestohlen hat in der Nacht, als sie tot auf der Straße lag. Einer Toten weggenommen. Ein Gemütsmensch. Tja, wir haben schon manchmal hinreißende Kundschaft. Kann ich also sagen, Sie haben das Armband identifiziert, es gehörte ihr? Ja, das können Sie sagen. Danke, das wär's schon. Dr. Prellinger, für zwei Personen. Flugnummer LH 240. Ja? Die ist schon in der Luft. Sagen Sie, Fräulein, hat er auch einen Rückflug gebucht? Hat er? Danke. Baden-Baden ist raus. Die geben uns noch Bescheid. Ja, und der Herr Doktor ist unterwegs nach Nizza. Er hat für zwei Personen gebucht. Mailand-Nizza. Allerdings mit Rückflug. Die Maschine ist schon in der Luft. Haben wir schon was gehört über die... Brigitte Ahlhauser. Wird in Baden-Baden überprüft. Mhm. Nizza. Wissen wir ja, wo wir ihn finden. Machen können wir da vorläufig gar nichts. Der Staatsanwalt lacht mir aus, wenn ich da... Ja. Feigl? Ah, grüß Gott, Herr Döring. Briefmarkensammlung. Wo ist die Bank? Die Sammlung hatte einen ganz erheblichen Wert. Ich bin selbst philatelistisch etwas interessiert. Annähernd 1 Million. Hauptsächlich Altdeutsch. Sachsen-Dreier, schwarze Einser, seltene Brückenstücke. Und sie hat vor 3 Monaten
die Alben dem Schließfach entnommen, um sie schätzen zu lassen. Ja. Es war in Begleitung eines Herrn, um die 40, schlank, gut aussehend. Ja, ein Doktor sowieso. Ich habe den Namen leider nicht behalten. Sie hätte die Alben ja auch gar nicht tragen können. Allein. Ich gehe wohl nicht fehl in der Annahme, dass es sich hier um Herrn Dr. Prelinger handelt. Fahren wir gleich zum Staatsanwalt. Erstens Amtshilfeersuchen nach Nizza. Die sollen seine Hoteladresse recherchieren. Und zweitens brauche ich einen Durchsuchungsbeschluss in Abwesenheit des Herrn Dr. Prelinger. Oje, da wird's was haben, Herr Feigl. Das nehme ich auf mich. Von der Briefmarkensammlung natürlich keine Spur. Dafür aber hochinteressante Kontobewegungen in den letzten 3 Monaten. Na, da schau her. Ein notarieller Vorvertrag über den Erwerb eines Mietshauses auf Leibrente. Dafür will er monatlich 9.800 Mark zahlen, sind 120.000 Mark im Jahr. Dafür muss er für viel Cello spielen. Oder er spielt wieder Schicksal. Und lässt den Leibrentner auch vom Balkon runterfallen. Seine Leibrentnerin. Hallo? Ja, Feigl. Baden-Baden, und? So. Ist das exakt? Dankeschön. Haben wir zum zweiten Mal in den Regen gelangt. Die Ahlhauser war in der Tatnacht wirklich in Baden-Baden. Das Alibi ist überprüft. Dafür hätte ich ersatzweise das hier. Da erinnert ihn eine Frau von Kühlewind, dass er noch 500 Mark schuldig ist. Ein Eheinstitut. Ausgezeichnet. Es lagen uns nicht die leisesten Zweifel an seiner Integrität vor. Ja, wir nehmen das sehr, sehr genau. Herr Dr. Prelinger hat dann über uns verschiedene Bekanntschaften gemacht und steht seit einem Jahr, ja, das stimmt, zu einer Dame in näheren Beziehungen. Es ist eine Frau Eva Ertl, als Beruf für Teilgymnastikerin angegeben. Ja, aber das muss gar nichts besagen. Die Dame ist nämlich nicht unvermögend. Eva Ertl? Die Leibrente? Die Sache ist nämlich die, er ist in Urlaub gefahren und wir wissen nicht, wohin. Haben Sie vielleicht zufällig seine Urlaubsadresse? Nein. Nicht? Schade. Andere Frage, haben Sie Frau Döring persönlich gekannt? Nein. Ich hab das auch nur in der Zeitung gelesen. Ja, hat Ihnen der Dr. Prelinger nichts erzählt? Ich habe den Herrn Doktor seitdem nicht mehr gesehen. Herr Dr. Prelinger ist ein Patient von mir und er hat schon seit Wochen sich nicht mehr sehen lassen. Ja, ja, das glaube ich Ihnen schon, Frau Ertl. Aber ein bisschen Ausnahme wird ja gewesen sein unter Ihren anderen Patienten. Oder haben Sie die alle aus dem Heiratsinstitut? Das wird meine Patientin sein. Ja, wir sind auch fertig. Für heute. Sie sind ja die nächste Zeit in München, falls wir Sie noch einmal brauchen sollen. Ja. Grüß Gott. Grüß Gott. Auf Wiedersehen. 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 Wie täten Sie in dem Haus da herinbleiben? Mit Ihrem Vermögen? Da passt einiges nicht zusammen. Sie waren aber schon ziemlich deutlich. Am Schluss war es ganz nervös. Mit Absicht. Die soll nervös werden. Entschuldigen Sie, ich bin eine Verwandte von Herrn Dr. Prelinger und bin nur kurz hier, weil ich ihn in einer dringenden Familienangelegenheit sprechen wollte. Und seine Zugefrau sagte mir, er ist zurzeit auf Tournee. Ach was, er ist gar nicht auf Tournee? Ja, wissen Sie das bestimmt? Und seine Urlaubsadresse, wissen Sie nicht zufällig? Ja? Ach ja, das wäre nett von Ihnen. Das Vermögen stammt von einem Onkel von ihr. Der hat bei Taufkirchentrasse ein kleines Bauernanwesen gehabt. Das hat's Anfang der 60er Jahre geerbt und dann als Bauland verscheppert. Brauche ich weiter nichts sagen. Aber ihre Nachbarn, die wissen davon gar nichts. Die denken eher, sie müssen ihr was schenken. In dem Haus wohnt seit dem Krieg
Sie war allerdings öfter verreist und da wird einiges gemunkelt. Im Laden gegenüber die Frau, die hat sie einmal wegfahren sehen, so aufgebrisselt, dass sie es kaum erkannt hat. Also die sind unheimlich auf Trott da drunter, Nizza. Seine Hoteladresse haben sie schon festgestellt. Jetzt bin ich bloß neugierig, ob sie das tut, was ich vermute. Bis jetzt weiß man es von Baden-Baden und Berlin, wo er vorher gewohnt hat. Da war er überall Kunde in Heiratsinstituten. Mein Riecher. Und dann war da noch ein Anruf aus Amsterdam. Kommt von einem Briefmarkenhändler. Der hat einen Termin gehabt mit der Döring am vergangenen Mittwoch. Er hat erst jetzt von ihrem Tod erfahren. Ah, das war's. Da wird der Prellinger hinter ihrem Rücken die Briefmarken schon verkauft gehabt haben. Und wie sie gemerkt hat, dass was nicht stimmt, da hat sie ihm die Daumenschrauben angesetzt. Die Ertl hat ab. Abflug 9:35 über Zürich nach Nizza. Reisende sollen wir nicht aufhalten. Hast du eine genaue Personenbeschreibung durchgegeben? Ja, Hammer. Verständigen Sie Nizza, die sollen Sie nicht mehr sagen lassen. Red Schneider, stellen Sie fest, wann die nächste Maschine nach Nizza geht und buchen Sie einen Platz. Ja. Ja, Frau Angermeier, hier ist Feigl. Kann ich mal kurz den Herrn Präsidenten sprechen? Monsieur Eberlin? Ja? Je suis le Kommissar Feigl Dominique. Ah, bonjour. Herr Feigl, ich freue mich. Das ist Monsieur Collin. Bonjour, Monsieur. Monsieur. Haben Sie einen guten Flug gehabt? Ja, ausgezeichnet. Jetzt habe ich extra mein altes Französischbuch ausgekramt, damit ich mich nicht ganz so blamier. Bitte sehr. Ja, wissen Sie, ich bin geborener Alsässer. Ja, danke. Aber schon seit 20 Jahren hier unten. Ah, dann kommen Sie. Okay. Ah, Sie sprechen Deutsch. Könnten Sie mich bitte mit Dr. Prelinge verbinden? Bin ich da? Mit seiner Frau? Nein, danke.
Jetzt kann ich nur hoffen, die ist genauso müde wie ich. Also mir hängt ehrlich gesagt schon der Morgen raus vor lauter Hunger. Dann werden wir doch etwas essen. Ja, mögen die nicht schon, aber ich weiß nicht recht. Ach was, die ist genauso geschafft wie wir. Wir könnten nach das Restaurant fahren, wo die beide heute Mittag waren. Ja, aber wenn sie vielleicht doch. Ja, aber Colin kann hier bleiben und wir nehmen den Wagen. Wenn etwas ist, dann ruft er an und wir sind sofort hier. In Gottes Namen. Colin, du telefonst, ja, quoi que ce soit, tu vas téléphoner chez la mère Germaine. D'accord? Ein Speiskarten wie das alte Testament. Sie, da müssen Sie mir ein bisschen helfen. Freilich, wir haben Zeit. Ja, das glaube ich auch. Jetzt heißt es Kräfte sammeln. Danach geht die Jagd wieder kreuz und quer. Aber das ist unsere einzige Chance. Ich dachte in einem Moment am Bootsteg heute Nachmittag. Jetzt ist es soweit. Jetzt geht sie auf ihn los und packt aus. Ja, das habe ich auch geglaubt. Aber das ist eine ganz verschlossene. Die braucht lang, bis sie aus sich rausgeht. Und den Moment, den müssen wir da warten. Wir haben ja nichts gegen sie in der Hand. Und er ist ohne sie überhaupt nicht zu fassen. Er lacht uns bloß aus. Was wollen Sie trinken, Herr Feigl? Wenn es das deutsch-französische Verhältnis nicht allzu sehr belastet, ein Bier. Sehr gut, Andi. Dessert, Crêpe soufflé au citron oder Mousse au Chocolat? Bitte nix. Lieber Käse? Nein, auch nicht. Aber eine Frage. Wo kann man denn hier? Sie verstehen? Da hinten, rechts, die Tür neben der Garderobe. Merci. Entschuldigung. $5,000, $6,000, $9,000, $10,500, $10,500. Voilà, monsieur.
Merci, monsieur. Je n'ai pas de premier. Zéro et quatre premiers. Les six premiers. Faites le jeu. Le 22. Sans frais convaincre. Faites le jeu, messieurs. Et Berlin. Comment? Au casino, mais depuis quand? Mais pourquoi vous m'avez pas téléphoné plus tôt? Bon, on sera là dans 5 minutes. Warum hast du das gemacht? Um mir nachzuspionieren, hä? Entschuldigung, ist doch idiotisch. Doch ausgemacht, dass wir uns eine Zeit lang nicht miteinander sehen lassen. Woher weißt du überhaupt, dass ich hier bin? Eva, ich bitte dich, mach jetzt kein Theater. Die Polizei war bei mir. Na und? Weshalb? Verdammt nochmal, mach's nicht so spannend. Ist das deine Frau? Das ist ein Mädchen. Hier kennengelernt. Mein Gott. Was wollte die Polizei von dir? Aber im Hotel hast du sie als deine Frau ausgegeben. Du benimmst dich wie ein kindischer Backfisch. Du hast mich nur benutzt. Nur benutzt hast du mich. Und ich bin auf dich reingefallen. Wie gesagt, mach kein Theater. Fass mich nicht. Ja, ich bitte dich. Komm mit runter. Also, wenn du mit mir weiterreden willst, dann komm mit hinaus. Bleib stehen. Hör zu, Eva, falls du mich reinreiten willst, das zieht nicht. Nicht bei mir. Oder hast du was gegen mich in der Hand? Ich war in Berlin. Ich weiß nicht, wie du an die Wohnungsschlüssel gekommen bist. Vielleicht hast du mir aus der Tasche geklaut. Oder dir Nachschlüssel besorgt. Du bist eine hysterische alte Frau, die sich in die Idee verrannt hat, dass ich sie heirate. Eine Psychopathin. Also geh und zeig dich selber an. Na los, auf was wart's denn noch? Den Wohnungsschlüssel hatten Sie also von ihm. Ja, wir hatten doch am nächsten Tag wieder früh gehabt, wie er von Berlin zurückgekommen ist. Ich habe ihn danach in sein Auto geworfen, am Flugplatz. Ja, und das war ausgemacht. Der Schlag mit dem Pistolengriff. Sie war auf einmal wach und wollte schreien. Da habe ich nicht mehr anders gekonnt. Und die stärkeren Tabletten? Hat er ihr die in die Säure getan? Und wo haben Sie eigentlich die Pistole hier? Von ihm? Er hat sie ja weggenommen. Der Thüring? Wenn was schief gegangen wäre, hätte ich schießen sollen. Damit so ausschaut wie
Selbstmord. War das auch seine Idee? Sagen Sie mal, ist Ihnen das nicht unheimlich geworden? Ich meine, da gehört doch allerhand dazu. Nachts in eine fremde Wohnung eindringen, jemand aus dem Bett rausziehen und von der Terrasse runterschmeißen. Ich habe immer nur Männer gekannt, die auf mein Geld aus waren. Er war, als ich ihn kennengelernt habe, er war ganz anders. Ich habe ihm geglaubt, dass er es ehrlich meint. Er war immer gut zu mir. Und Ihr Mietshaus, das Sie ihm verkaufen wollten, auf Leibrente, sind Sie nie auf die Idee gekommen, dass es Ihnen einmal genauso gehen könnte wie der Töring? Aber er hat ja das Geld gehabt für die Anzahlung. Und er hat mir seine ganzen Unterlagen und alles gezeigt. Dass er der Töring abgegaunert hat. Das habe ich nicht gewusst. Er hat gesagt, dass ihn die Frau in der Hand hat. Wegen einer alten Sache. Was für eine Sache? Bei einem Autounfall. Fahrerflucht. Und dass sie ihn deswegen erpresst. Er wollte immer weg von ihr. Aber sie hat ihm das Leben zur Hölle gemacht. Das haben Sie ihm geglaubt? Er wollte mich heiraten. Wenn alles vorüber ist. I'm